Willkommen bei Finance TV. Wir sprechen heute über die vermeintlich heilsbringende Wirkung von Schwarmintelligenz am Kapitalmarkt. Ein wirkliches Hype-Thema. Crowdinvesting, Crowdfunding, das ist heute unser Thema. Darüber spreche ich mit Sven Umlauf. Er ist CEO von Group Capital, einer Crowdinvesting-Plattform. Herr Umlauf, was ist Crowdinvesting eigentlich? Crowdinvesting ist ganz kurz gesagt, viele Menschen, eine Gruppe, eine Crowd, ein Schwarm finanzieren letztendlich ein Projekt, ein Unternehmen oder ein karitatives Projekt. Wie funktioniert das genau und was hat das mit Web 2.0 zu tun? Nun, viele Menschen informieren sich über das Web 2.0, wollen mitmachen, wollen mitgestalten und ich kann letztendlich über Crowdinvesting mich aktiv einbringen. Ich kann meine Meinung im Web 2.0 einbringen über Crowdsourcing, kann mitgestalten den Prozess und Crowdinvesting geht einen Schritt weiter. Ich kann Kapital zur Verfügung stellen, um diese Ideen letztendlich zu finanzieren. Sie argumentieren mit der Schwarmintelligenz, die heilsbringend wirken soll. Also viele Leute interessieren sich für ein Thema, bewerten es in ihrem Freundeskreis als gut, interessieren andere Menschen dafür und schaffen Aufmerksamkeit. Es gibt aber genug Beispiele aus der Anlegerpsychologie, in denen eigentlich die Masse geirrt hat. Ja, die meisten Fälle früher, wo die Masse geirrt hat, ist eine Werbebotschaft ausgesendet worden von Unternehmen. Die Schwarmintelligenz ist was völlig anderes. Menschen unterhalten sich untereinander. Web 2.0 gibt uns die Möglichkeit, eigene Meinung kundzutun. Und die Idee von Schwarmintelligenz ist nicht mehr ein Konzern, ein Unternehmen, ein Projekt wird forciert, sondern die Menschen untereinander unterhalten sich. Das ist einfach die modernste Form von Social Media. Menschen tauschen sich aus, Menschen unterhalten sich. Und daraus entsteht eine Intelligenz, die größer ist und mehr wert ist als die Intelligenz eines Einzelnen. Und woran merke ich, dass da nicht verkappte Werbebotschaften im Social Media auch drin sind? Gut, es sind Millionen von Menschen, die Crowdsourcing oder Crowdinvesting, die sich damit beschäftigen weltweit. Wenn man jetzt wirklich meint, man kann da ja manipulieren als Unternehmen. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren jetzt mit dieser Thematik. Ich halte dies für absolut unmöglich. Dann lasst uns mal bitte über die Potenziale von Crowdinvesting und vielleicht sogar für Crowdfunding auch sprechen. Ist es eher geeignet tatsächlich für die Unternehmensfinanzierung und bislang ja eher für kleine Unternehmen, für die Seed- und Start-up-Finanzierung? Ist es eher für karitative, für soziale Zwecke geeignet? Dann wären wir im Bereich Crowdfunding. Mhm. Oder ist es auf dem Weg in einen semi-professionellen Bereich Richtung alternativer Kapitalmarkt? Sie haben jetzt alle Punkte eigentlich angesprochen. Es ist nicht für entweder oder, es ist für und. Also es geht für alles. Das eine nennt sich Crowdfunding, eher für den karitativen Bereich. Wenn wir über Crowdinvesting sprechen, selbstverständlich ist es für Unternehmen eine interessante Alternative, an Kapital zu kommen. Vor allen Dingen, wenn sie sich vor Augen führen, dass es als Eigenkapital ersetzende Maßnahmen ist. Das ist natürlich eine Thematik, wenn ich sehe Banken oder VC-Gesellschaften, verschiedene andere Möglichkeiten, bietet mir das Crowdinvesting ganz neue, modernere und alternative Möglichkeiten einer Finanzierung für das Unternehmen. Welche? Was sind die typischen Beteiligungsformen? Wir haben in Deutschland ja nun nicht ganz so viele Möglichkeiten. Das ist einfach seitens der staatlichen Regulierung vorgegeben. BaFin ist hier ein Stichwort. Wir haben die stillen Beteiligungen. Das heißt, ich kann online abbilden eine stille Beteiligung an einem Unternehmen und ich kann zum Beispiel Nachrangdarlehen abbilden über eine Online-Plattform. Und so, das sind die zwei Merkmale, die zwei Anlageklassen, die möglich sind im Moment. Und für welche Unternehmensgrößen ist es interessant? Ist es tatsächlich auch was schon für Unternehmen, reifere Unternehmen mit einem 100 Millionen Euro Umsatz, die vielleicht aber auch einen Kredit brauchen im Millionenbereich? Absolut. Also gerade das Thema Nachrangdarlehen, hier haben wir kein Limit letztendlich bei den stillen Beteiligungen. Öffentliches Angebot sind in Deutschland maximal 100.000 Euro erlaubt. Das bieten auch viele Plattformen an. Aber es gibt auch Möglichkeiten über Nachrangdarlehen, Open-End, wenn Sie so mögen, auch 2 Millionen zu funden, wie man das ja nennt. Absolut möglich. Und es richtet sich also weniger nach dem Stadium des Unternehmens, sondern eher nach der Höhe des Kapitalbedarfs. Vielleicht ein kleiner Aspekt davon, es geht nicht nur um das Kapital bei Crowdinvesting. Sie haben natürlich auch eine Masse von kleinen Außendienstleuten dann draußen laufen, weil die Crowd natürlich diese Idee durch ihren Kapitaleinsatz auch weitertreibt, auch viral verbreitet. Und das ist ein extremer Vorteil, wo es nicht nur um das Kapital geht. Und ich glaube persönlich, das kann jedem Unternehmen in jeder Größe gut tun, mehrere Menschen draußen anzustecken von einer Produktidee, die dann in die Welt getragen wird. Ist das dann auch zunehmend Thema für institutionelle Investoren oder widerspricht das sozusagen dem Crowd-Gedanken? Es widerspricht etwas dem Crowd-Gedanken. Es ist klar, dass institutionelle Investoren Anschlussfinanzierungen auch an solche Modelle, zum Beispiel bei Startups, natürlich ja,
man kann das sehr gut syndizieren, auch mit Business Angels zusammenarbeiten. Aber es wäre jetzt ein klassischer Widerspruch zu der Idee einer Schwarmintelligenz, das heißt ein Schwarm, eine Gruppe investiert in einem Unternehmen. Es ist halt dann kein institutioneller Investor. Gibt es denn eine logische Grenze, Obergrenze für Ticketgrößen, die zu erlösen sind über Crowdfunding, Crowdinvesting? Ja, das, was wir jetzt von den bisherigen Portalen sehen, ist ein Durchschnittsticket, wenn Sie so möchten, was ein Investor gibt, um die 500 Euro. Maximal sind meistens 5.000 bis 10.000 Euro angedacht. Das stellt jede Plattform selbst ein. Der Durchschnitt liegt im Moment bei 500 Euro. Es ist also wirklich ein Thema für die Masse. Was leistet eigentlich dabei so eine Plattform? Ist das die reine Vermittlungsleistung? Sind da nicht Konflikte bei der Risikokontrolle vorprogrammiert? Absolut. Es gibt die ein oder andere Plattform weltweit, also international, wo man sagen kann, wer sucht da die Geschäftsmodelle aus, die auf die Plattform kommen. Jetzt kann ich nur mal von den moderneren Möglichkeiten sprechen, dass auch hier die Crowd in das Rating mit eingebunden wird. Das heißt, die Projekte werden vorgestellt. Die Crowd, die Masse letztendlich bewertet die Geschäftsideen und nur wenn ein gewisser Status in diesem Ratingprozess erreicht ist, kommt es überhaupt zu einem Funding. Das heißt, man bindet letztendlich die Menschen, die Crowd, viel, viel eher mit ein und nicht erst in dem Bereich, dass man sagt, hier guck mal, hier könnt ihr investieren. Ich habe Sie so verstanden, also dass Crowdinvesting keine Alternative zum regulären Kapitalmarkt wird, höchstens eine Ergänzung im unteren Bereich, sozusagen für Unternehmen, die sich, jüngere Unternehmen, die sich schwer tun, gerade Kredite von den klammen Banken zu bekommen. Sehen Sie da irgendwann eine Perspektive, dass man doch in einen größeren Bereich reinkommt? Das wünschen sich natürlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, wenn gewisse Regulierungen seitens der deutschen Regulierungsbehörden, also BaFin etc., gelockert werden, dann ist natürlich noch viel, viel mehr möglich. Wir sehen es in Amerika. Dort hat die Regierung ein Gesetz verabschiedet, was es wirklich möglich macht und einfacher macht, in Crowd-Investing-Bereiche hineinzugehen. Wenn solche Weichen gestellt werden, ist es eine ernstzunehmende Alternative, sowohl für den Investor, aber immer mehr natürlich auch für die Unternehmen. Wir fassen zusammen, Herr Umlauf. Auch Ihnen möchte ich zum Ende die drei geschlossenen Fragen von Finance TV stellen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ist Crowdinvesting ein reiner Hype? Nein, absolut nicht. Ist Crowdinvesting nicht für Startup-Unternehmen viel besser geeignet als für reifere Unternehmen? Nein, auch das sehe ich nicht so. Wird nach entsprechender Regulierungsänderung Crowdinvesting eine wirkliche Alternative zum Kapitalmarkt auch für größere Unternehmen? Hundertprozentig. In 10 Jahren wird das Thema einen völlig normalen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Vielen Dank, Herr Umlauf, für diese Einschätzungen. Ob nur ein Hype, ob eine wirkliche Kapitalmarktalternative, wir werden es im Blick behalten. Es wird sicher nicht zum letzten Mal hier unser Thema für Sie gewesen sein. Morgen haben wir aber eine andere Thematik für Sie vorbereitet. Seien Sie dann wieder dabei. Einen schönen Tag.